Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es ums Essen, beziehungsweise ums Essen und Nicht-Essen im Alter. Vielleicht haben Sie ja in Ihrer Familie oder bei Ihrer älteren Nachbarin beobachtet, dass sie ein bisschen abgenommen hat oder dass der Teller nicht mehr richtig leer gemacht wird. Das muss natürlich nichts Schlimmes bedeuten, kann aber, denn Mangelernährung im Alter ist viel ernster als in jüngeren Jahren. Bei mir ist Dr. Mirja Katrin Modrecke. Sie ist Chefärztin der Geriatrie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja. Wie oft erleben Sie das bei Ihren Patienten, dass die Mangelernährer zu Ihnen kommen? Sehr häufig. Mhm. Man muss ganz klar sagen, die Patienten, die zu uns kommen, haben ja gerade eine akute Erkrankung durchgemacht oder sind noch dabei. Das heißt, dieser Faktor bringt einen schon mal auch schnell in eine Mangelernährung. Gerade im Alter ist es aber so, dass die Patienten schon vor Krankenhausaufnahme Zeichen einer Mangelernährung haben. Ja. Was heißt denn jetzt eigentlich mangelernährt? Zu wenig gegessen? Jein, falsch gegessen, sage ich jetzt mal so. Ja. Also zu wenig einerseits, aber eben auch, dass die Zusammensetzung, dass die Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, dass das nicht ausreichend in der Menge, wie der Patient es eigentlich bräuchte, zu sich genommen wurde. Geht es dann nur ums Essen oder auch ums Trinken? Beides. Also wenn man jetzt Ernährung per se kühlt, würde man erstmal sagen, Essen, Trinken gehört natürlich irgendwo auch mit dazu. Heißt das auch, dass jemand, der sich dann nur noch, ich sag mal so, aus der Mikrowelle ernährt, auch mangelernährt sein kann? Ja, kommt drauf an, was in der Mikrowelle zubereitet wird. Natürlich. Man kann natürlich in der Mikrowelle auch toll kochen, soll ja auch sehr vitaminschonend sein, dann ist alles gut. Wenn das natürlich jetzt so Fertiggerichte oder sowas sind, die dann durchgekocht sind, da ist natürlich dann viel an Nährstoffen auch verloren gegangen. Und es kommt eben auch drauf an, wie gesagt, auf die Zusammensetzung. Gerade im Alter ist Eiweiß wichtig, Kohlenhydrate, ob das eben auch alles in einem guten Verhältnis vorhanden ist. Braucht man denn im Alter eine andere Ernährung als, ich sage jetzt mal, mit 50? Nein. Also was normal ist im Alter, hat man einen geringeren Energiebedarf. Das heißt, die Kalorienzahl, was ja immer noch ganz viel in den Köpfen ist, das sinkt ganz normal im Alter immer so allmählich ab. Was aber nicht abnimmt, ist eben der Nährstoffbedarf, der Vitaminbedarf, der steigt sogar tendenziell noch an. Das heißt, dass man dadurch natürlich dann schon in so eine Imbalance kommen kann, weil A, weniger zu sich geführt wird, aber ich habe ja trotzdem an den Vitaminen, Mineralstoffen einen mindestens genauso hohen Gehalt, sodass dadurch dann eben einfach auch schon mal Probleme entstehen können. Ja, und denkt man ja, naja gut, wenn du dich an deine Kalorienzahl hältst und du hast eine schöne Mischkost, dann wird das auch genug Nährstoffe, Mineralien und Vitamine beinhalten. Kann es sein, dass im Alter vielleicht auch so durch die Verwertung in Magen und Darm man sogar noch mehr Vitamine braucht und noch mehr Mineralstoffe? Also zum Beispiel auch, dass man Vitamin B12 ist ja vielen auch ein Begriff, das braucht man im Alter schon tendenziell mehr. Oder auch Vitamin D ist ja auch mittlerweile sehr bekanntes Thema geworden. Ja, ja. Da hängt eben auch mit zusammen, dass die Verstoffwechselung im Körper, die Aufnahme über die Haut im Alter abnimmt, sodass eben die Patienten oder die Menschen eben auch gerade im Alter besonders gefährdet sind, da eine Mangelsymptomatik zu entwickeln. Ja, auch wenn sie ab und zu in der Sonne sitzen, ne? Selbst dann ist das schon so, habe ich gehört. Ja. Ist das denn, also man sagt ja immer, wenn du zu dick bist, dann geht das aufs Herz oder es geht auf die Gelenke, achte auf dein Gewicht und mach Intervallfasten oder mach irgendwie so etwas. Klar wird das, wenn man älter wird, immer schwieriger und man nimmt immer langsamer ab vielleicht auch. Würden Sie jemandem, der 70 ist und ich sag mal 10 Kilo Übergewicht hat, würden Sie dem auch sagen, nehmen Sie mal 10 Kilo ab? Da muss man ganz vorsichtig sein. Also so ganz mal eben ein bisschen abnehmen ist im Alter überhaupt nicht mehr sinnvoll. Da ist es sogar tendenziell besser, wenn man
ein bisschen mehr hat, sage ich mal so, vor allem eben auch einfach, um Reserven zu haben. Das Gewicht alleine oder auch der BMI, dieser Body Mass Index, der ja auch viel verwendet wird, sagt nicht so wirklich viel aus, weil viel wichtiger ist eigentlich die Körperzusammensetzung. Wenn mein Gewicht viel aus Muskulatur besteht, ist das super. Wenn es aber viel Fettmasse ist, wenig Muskulatur, dann wird es natürlich wiederum gefährlicher, weil die Patienten dann von ihrem Gangbild führt zu Stürzen, weil die eben sich einfach gar nicht mehr so gut auf den Beinen halten können. Dann wird es gefährlich. Man muss, wenn es um eine wirklich Gewichtsreduktion im Alter gehen sollte, aus irgendwelchen streng medizinischen Gründen, dann muss das nur unter ärztlicher Kontrolle in Kombination auch mit Physiotherapie, Muskelaufbau, Muskel erhalten, denn sonst, was man sonst mit einfach mal schnell ein bisschen abnehmen, da verliert man sehr viel Muskelmasse und das ist eben, wie gesagt, gefährlich. Einfach mal sagen, ein bisschen 10 Kilo Übergewicht ist im Alter, ehrlich gesagt, eher relativ zu sehen. Aber wie gesagt, es muss immer individuell betrachtet werden. Ja, das ist klar. Dennoch, Sie sagten, ein bisschen mehr zu haben, ist tendenziell erfahrungsgemäß, da gibt es Studien auch für. Da gibt's auch ganz klassische. Ich möchte auch wissen, wie viel ist ein bisschen? Es wird vielleicht auch viele entspannen, die sagen, ach, da muss ich jetzt ja nicht auf. Kommt auch vor allem darauf an, wie man schon immer war. Also wenn man jetzt schon immer sehr schlank und schmal war, ja, wird man kaum irgendwie im Alter jetzt mal ganz viel zunehmen können. Das ist schwierig. Andersrum, wenn man immer stabil war, sage ich mal, und behält das Gewicht. Das ist das Entscheidende, einfach das Gewicht behalten. Mhm. Ja, ich glaube auch, also man denkt ja gemeinhin, man macht so auch als Middle-Ager, man macht eine Diät und dann holt man das, was man auch an Muskelmasse vielleicht verliert, wieder auf durch Sport oder schlicht und einfach, weil man noch jünger ist oder weil die Diät verspricht, dass man gar keine Muskelmasse verliert und so weiter. Und wahrscheinlich unterschätzt man, dass man sich im Alter weniger bewegt, um überhaupt diese Muskelmasse wieder zu bekommen. Ja. Das ist ja dann wahrscheinlich auch ziemlich schwierig, wenn man das kontrolliert beim Arzt macht. Wie macht er das denn, dass man diese Muskelmasse behält, wenn man abnimmt? Es gibt auch verschiedene Messmethoden, auch wie man jetzt die Körperzusammensetzung messen kann, um eben da auch einfach das so ein bisschen auch für sich selbst auch darzustellen. Was ist jetzt, muss überhaupt abgenommen werden, wie muss abgenommen werden, um das eben auch einfach zu kontrollieren. Ja, jetzt nochmal auf die wirkliche Mangelernährung zurückzukommen. Also Gewichtsabnahme durch zu wenig Kalorien oder durch leere Kalorien, durch zu wenig Mineralstoffe. Wie entsteht denn das überhaupt? Also man wird ja immer denken, oh komm, meine Mutter, die kochte immer gut und die kann das. Aber wieso kann das trotzdem passieren mit der Mangelernährung? Also zum einen muss man auch im Hinterkopf behalten, dass auch Erkrankungen eine Mangelernährung fördern können, wenn man einfach einen hohen Energieverbrauch an sich schon allein wegen dieser Erkrankung hat. So ein klassisches Beispiel sind dafür Patienten mit einer Lungenerkrankung, die zum Beispiel eine COPD haben. Die haben einen extrem hohen Energieaufwand alleine für die Atmung. Das heißt, die brauchen tendenziell, verbrauchen schon mal so viel allein für die Atmung, das können die meistens gar nicht durch die Ernährung manchmal mit einholen. Wie gesagt, das ist meistens so eine Mangelernährung. Wie entsteht die? Das ist meistens, hat meistens mehrere Gründe. Also einerseits können Erkrankungen dazu führen, Appetitlosigkeit, dass es einfach nicht mehr so gut schmeckt, dass der Geschmack nachlässt, oder auch manchmal im traurigen Fall, wenn die Patienten das Essen vergessen. Ja, auch Depressionen oder depressive Verstimmung wahrscheinlich auch, Alleinsein. Spielt auch Organisatorisches dann eine Rolle wahrscheinlich, oder? Auf alle Fälle, wie Sie es eben angesprochen haben, schon Patienten mit einer depressiven Verstimmung oder auch einer Depression, die keine Freude am Leben haben. Warum soll ich mir jetzt was zu essen kochen? Ach, esse ich ein Brot, fertig, so. Andererseits aber auch, wenn die soziale Unterstützung beispielsweise fehlt, wer kauft ein, was gibt es für Essen? Alleine essen macht meistens auch nicht so viel Spaß. In der Gesellschaft würde es mehr Spaß machen. Also da kommen ganz viele Gründe zusammen. Ja, welche Folgen hat es denn, diese Mangelernährung? Also wird es welche körperlich geben, aber auch seelisch vielleicht? Ja, ich denke mal, da gibt es, das eine kommt ja auch mit dem anderen, was natürlich Mangelernährung führt. Das hatten wir eben schon angesprochen, der Verlust der Muskelmasse,
Man fühlt sich kraftlos, schlapp. Dadurch bewegt man sich weniger, dadurch geht man weniger nach draußen, trifft weniger Leute. Das macht einen wiederum traurig. Dann fühlt man sich nicht gut, weil es einem ja schlechter geht. Da kommt man dann ja manchmal auch in so eine Spirale dann rein. Und wenn Sie das bemerken, dass Ihr Patient, der jetzt gerade frisch zu Ihnen gekommen ist, mangelernährt ist, was können Sie für ihn tun? Ganz wichtig ist einmal, dass wir erstmal das genau festsetzen, wo, wie sind die zusätzlichen Defizite, das heißt, gibt es noch zusätzlich irgendwelche Vitaminmangelsymptome? Und dann ist wichtig, immer wieder das Gespräch mit dem Patienten und mit den Angehörigen zu eruieren. Was gibt es für Gründe? Welche Gründe können wir beheben? Manchmal ist es eine Prothese, die nicht gut sitzt und dass man deshalb irgendwie nur Flüssigsachen zu sich nehmen möchte. Dann muss man aber auch, wie ich eben schon angesprochen habe, das soziale Umfeld. Ist da irgendetwas zu optimieren? Häufig sind es auch Medikamente, die eine Appetitlosigkeit, Übelkeit machen, wo man auch guckt, was braucht er jetzt dringend an Medikamenten? Oder wo kann man sagen, können wir es umstellen, ändern? Wie können wir da was machen? Der nächste Schritt ist dann zu gucken, dass man die Ernährung anreichert, das heißt, die dürfen ruhig ein bisschen kalorienreicher essen, dass sie auf Eiweiß achten. Ganz wichtig, aber obendrauf ist immer, dass der Patient auch Spaß und Freude am Essen hat. Dass man auch ein bisschen, was sind die Lieblingsgerichte? Deshalb auch wieder so ein bisschen das Gespräch dann mit Angehörigen, mit dem Patienten. Was mögen die Patienten gerne? Das, was man gerne isst, da isst man dann auch mehr von. Was man nicht mag, lässt man es ja eben liegen. Ja, können Sie ihm auch eine Schmerztherapie zum Beispiel geben? Also, dass man auch diese Folgen von Krankheiten noch behandeln kann bei Ihnen in der Abteilung? Ja, also, wenn jetzt eine akute Schmerzsymptomatik vorliegt, klar. Genau. Wie stelle ich mir das bei Ihnen vor? Bin ich da ein Einzelpatient oder bin ich in der Gruppe? Esse ich mit anderen? Ja, das ist unterschiedlich. Also wir haben auch, dass Essensgruppen sind, manchmal im Frühstück ein paar zusammensitzen oder mal Mittagessen. Wenn man natürlich alleine ist, dann kann man auch alleine essen. Das ist so, wie man es gerne möchte. Ja. Wie kann ich als Angehörige meinem Angehörigen oder Nachbarn helfen, schon mal vorweg? Ja, also ich glaube, der initiale Schritt ist schon mal, dass man überhaupt aufmerksam geworden ist. Dass man es überhaupt gesehen hat. Dass man aufmerksam geworden ist und gesagt hat, da braucht jemand Hilfe, da braucht jemand Unterstützung. Und dann muss man gucken, geht es damit, dass man erstmal zum Hausarzt geht, sagt, das und das ist vorgefallen, wie können wir was machen? Und ich glaube, dieses Aufmerksamsein und Ernstnehmen, da hat man schon erstmal den ersten wichtigen Schritt gemacht. Ja, und dann vielleicht so Dinge vorschlagen, wie sich das Essen liefern lassen. Genau, Essen auf Rädern, beim Einkaufen. Vielleicht die Nachbarn sagen oder die Angehörigen, ich kaufe für dich einmal pro Woche ein oder möchtest du mitkommen zum Einkaufen? Das ist ja manchmal auch, dann sieht man was anderes, kommt so ein bisschen mehr Freude und Ideen. Ach, guck mal, das habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Und dann auch so ein bisschen die Abwechslung zu bieten. Ja, die Altersklasse Ihrer Patienten, die Sie so erleben, also man sagt ja immer, Geriatrie ist, wenn man alt ist, aber keiner fühlt sich ja alt, ne? Also was ist von bis so, wann geht das bei Ihnen? Ich sag mal so, ab 70 bis nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Das können ja gut und gern 25 Jahre sein. Ja. Wir hatten auch schon 100-Jährige bei uns auf der Station, also wird in Zukunft auch mehr werden. Ja. Sonst noch so ein einzelner goldener Tipp an den Patienten, wenn er sagt, ich habe keine Lust mehr zu essen, womit Sie ihn am ehesten motivieren würden, es zu tun? Ja, erstmal rauskriegen, warum hat er keine Lust. Ja. Also das ist, denke ich, das ist die Initialzündung zu sagen, warum, was liegt vor, was sind die Gründe und dann zu gucken, aber vielleicht findet man ja doch was und was sind Lieblingsgerichte, wie ich eben schon sagte, oder manchmal auch, wenn es so große Portionen sind, dann fühlt man sich ja schon gleich satt und sagt, okay, kleinere, machen Sie Zwischenmahlzeiten, lassen sich was zurück, da so ein bisschen, ich glaube, das Wichtige ist auch, das Individuelle darauf eingehen, was genau vorliegt und wie wir das beheben können. Also keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ja. Vielen Dank für dieses spannende Interview. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund!